Kein Fahrzeug stellt die Kraft der Gelassenheit so überzeugend dar wie die neue GL-Klasse. Damit der Fahrer immer den Überblick behält, gibt es jetzt die neue 360-Grad-Kamera. Das System besteht aus 4 Kameras und hier sind sie untergebracht. Den seitlichen Bereich decken Kameras in den beiden Rückspiegeln ab. Die Frontkamera sitzt im Kühlergrill direkt unter dem Stern. Die Heckkamera fährt sich automatisch aus, sobald sie gebraucht wird. Wie die 360-Grad-Perspektive für den Fahrer aussieht, zeigen wir anhand eines Einparkvorgangs. Unser Fahrer nutzt dazu den aktiven Parkassistenten. Der lenkt den GL selbstständig in die Parklücke. Dabei behält der Fahrer mithilfe der 360-Grad-Kamera die gesamte Umgebung im Auge. Zusätzliche Hilfslinien zeigen zum Beispiel den seitlichen Schwenkbereich des Fahrzeugs an. Geschafft! Der GL steht sicher in der Parklücke. Der Fahrer kann sich die verschiedenen Perspektiven auch einzeln auf dem Display anzeigen lassen. Hier die Frontkamera. Die Fahrzeugseite mit Blick nach hinten. Die Fahrzeugseite mit Blick nach vorne. Die Rückfahrkamera. Das Fahrzeugheck von oben. Und die Front von oben. Die 4 Kameras und das dazugehörige Steuergerät setzen das Bild so zusammen, dass ein virtueller Aussichtspunkt, also eine Vogelperspektive, entsteht. Das System bietet aber nicht nur beim Einparken Vorteile. Die Frontkamera hilft beispielsweise bei Offroad-Fahrten, den Bereich direkt vor dem Fahrzeug einzusehen. Ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h deaktivieren sich die Kameras selbstständig. Das System sorgt damit für mehr Sicherheit und vollen Überblick.